360 Football hier, heute ein neues Video. Wir haben wieder einen Kommentar hier unten. Wir blenden ihn ein, wie man alleine passend trainieren kann. Wir finden es geil, wie ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr als nächstes sehen wollt. Darum macht es heute auch. Und ja, hast du noch was zu sagen? Abonniert noch den Channel natürlich, auch für die weiteren Videos. Richtig, wichtig. Und dann ja, gehen wir in die erste Übung. Schauen wir uns das an. Was ihr noch braucht, ist ein Ball. Ein Ball, eine Wand und ja, die Hütchen. Okay, ja. Das Minimum, ja. Kommen wir gleich zur ersten Übung. Wir haben hier zwei Hütchen aufgestellt, jeweils orange und gelb. Das ist das Ziel. Was auch wichtig ist, ist die Passqualität plus solide, starke Pässe. Ich will gar nicht lang labern. Legen wir gleich los und go. Ja, was ihr hier auch noch mittrainiert, ist der erste Kontakt. Der Ball kommt wie bei mir zum Beispiel ein bisschen hüpfend. Darum muss man sich noch mehr konzentrieren. Und gehen wir zur zweiten Übung. Nick hinter der Kamera lacht mich schon aus. Und ja, jetzt ist er dran. Bei der zweiten Übung fokussieren wir uns auf den Pass aus dem Lauf. Darum nehmen wir immer ein bisschen Anlauf und dann schön aus dem Lauf einen sauberen Pass spielen. Achtet auf das Tempo und die Genauigkeit. Hier ebenfalls auf die Passstärke achten. Natürlich im Spiel, wenn der Teamkollege etwas näher steht, weniger stark spielen. Das heißt, man könnte hier auch mit der Passstärke variieren. Aber meistens möchten wir schon ziemlich starke Pässe spielen. Somit kommen wir zur dritten Übung. Hier eine ähnliche Übung wie vorher. Aber wir haben hier noch den Direktpass mit dabei. Wichtig dabei ist immer Körper über den Ball. Spannung im ganzen Körper. Ich zeige euch jetzt die Übung. Vamos! Ja, Leute, die Übung geht auch in die Lunge. Ihr trainiert hier wirklich alles. Aber wie ihr gesehen habt, das Ziel ist eigentlich, den Ball flach zu prallen. Aber es gibt Wände, bei denen hüpft der Ball ein bisschen. Darum macht das Beste. Ich bin kaputt. Jetzt ist Nick dran. Ja, jetzt kommt die vierte Übung. Und hier spielen wir wieder den Pass aus dem Lauf und probieren dann diagonal zu prallen. Wichtig, Leute. Hier springt der Ball natürlich auch wieder ein bisschen an dieser Wand. Dann wird es schwieriger, den Ball auch ganz flach zu halten. Vielleicht habt ihr eine
ja, eine bessere Wand am Start, wo der Ball wirklich flach kommt. Aber dafür hat man hier auch die Vorteile, dass man spielnahe Situationen besser trainiert, wo der Ball auch mal nicht ganz so schön kommt und man einfach das Beste draus machen muss. Andere Location, wir trainieren jetzt die hohen Pässe. Also ich mache zuerst die schottischen halbhohen Pässe. Das kann man natürlich auch an einer Wand machen, aber wenn die Wand nicht so groß ist. Man legt sich den Ball kurz vor und dann einen halbhohen Pass. Das heißt, er darf nicht zu hoch sein, aber auch nicht am Boden entlang. Ich zeige es euch kurz. Lego. Und als letzte Übung trainieren wir noch den Klassiker, den langen Ball. Und hier könnte man natürlich auch eine hohe Wand nehmen. Da muss man den Ball auch nicht immer holen, wenn man nur einen Ball zur Verfügung hat. Aber oftmals gibt es nur eher kleinere Wände und dann bietet sich auch hier an, das Tor als Ziel zu nehmen und beispielsweise auch von der Höhe her die Latte zu treffen oder es zumindest zu versuchen. Ich schlage jetzt ein paar Bälle. Schauen wir mal, ob ich einen Lattentreffer lande. Let's go! Ja Leute, kein Lattentreffer, aber ja, das Ziel ist, so nah wie möglich zu kommen und vielleicht trifft ihr die Latte etwas öfters. Yes, das war die letzte Übung, oder Bro? Ja. Daher Gas geben. Das waren die Übungen, wie man alleine die Passqualität trainieren kann. Und ja, schreibt weiterhin in die Kommentare, dann sehen wir auch, was wir als nächstes aufnehmen sollten. Und in dem Sinne, bleibt dran, gebt selbstständig Gas. Kommt ins Personal Training. Unbedingt, unbedingt. Um auf das nächste Level zu kommen, checkt auch den Instagram-Channel von uns ab. Abonniert, Daumen hoch geben und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Vamos. Bye bye.